So, jetzt muss ich mir da unten meinen Schaden begutachten, der da geschehen ist. Denn das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, Fische sind hier auch drin gespawnt. So. Okay, die sind da recht weit gekommen. Leider können wir es so nicht zumachen. Na gut, da lasse ich mir dann was einfallen. Das kriegen wir dann schon hin. Ich leuchte das hier mal so aus, damit ich weiß, dass das noch da ist. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das denke. Ich würde das hier gerne ablaufen lassen. Da muss ich was vorsetzen, sonst kommen sie ja von unten alle rein. Das wäre doof. Etwas, was ich immer schnell wieder wegnehmen kann. Nehme ich Holz. Jetzt regnet es ja schon wieder. Ist hier Monsunzeit oder wie sehe ich das? Okay, da komme ich jetzt nicht an. Okay, ist mir jetzt auch egal. Wir müssen hier ein bisschen mal vorankommen. So. Genau, und hier wollte ich jetzt eigentlich runter. Mache ich das hier jetzt auch erstmal. Das ist recht doof. Das ist das, wo wir unten hinsetzen. Da. Muss ein bisschen auf unsere Luft achten. So, dann leiten wir das nach hier hin ein bisschen. Uah, Luft. Gerade sag ich's noch. Ich finde die Musik im Hintergrund ehrlich gesagt ein bisschen entspannt. Obwohl die so ist. Aber trotzdem finde ich die eigentlich recht angenehm. Ach, was soll's, ich gehe jetzt einfach so runter. Dann wird das schon gehen. Guck mal, da unten ist eine Höhle, da können wir zur Not dann auch wieder... Plattform bitte. Danke. Ich brauche hier meine Lampe. Na, wo kann ich sie hinsetzen? Oh, hier oben kann ich sie hinsetzen. Klasse, da ist sie ja gleich wieder weg. Wir müssen aufpassen, weil Nacht wird. So, Lampe, Lampe. Ach, klasse, jetzt werden wir von unten angegriffen. Okay, auch ein bisschen doof. Aber wir sind ja gewappnet. So. Erledigt. Kommt hier unten wieder eine Plattform hin, damit wir uns nicht die Geräte brechen. So. Sup. Und dann kommt hier ein bisschen Holz, dann haben wir das wieder dicht und fertig. Lampe kommt wieder mit. Ich muss die Lampe nochmal setzen. Ah, okay. So. Ja, hier habe ich es jetzt leider nicht ganz so klug gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich denke mal, das kriegen wir doch noch hin. Ich reagiere halt nicht immer so klug, wie ich es gerne hätte. Das ist so. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Hui! Okay, bis zur Nacht haben wir noch ein bisschen. Das heißt, wir räumen hier mal kurz ein bisschen auf. Und dann machen wir uns da unten an dem Stein und an dem Eisen zu schaffen. Dich will ich auch noch weg haben, du machst mich sonst nervös.
So. Schön im Blick behalten, alles wegen der Nacht. Ich möchte keine bösen Überraschungen. Böse Überraschungen mag ich nämlich überhaupt nicht. Hier müssen wir ein Stück runter. Luft im Auge behalten. So. Es wäre auch schön, wenn wir ein bisschen Kohle finden, aber dem scheint jetzt erstmal nicht so sein zu sollen. Das ist jetzt irgendwie alles nicht richtig gewesen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das Wichtigste. So. Mir graut schon ein bisschen vor dieser Nacht, aber wir haben die ersten beiden ja recht gut überstanden. Also warum sollten wir nicht auch die dritte überstehen? Oh, da ist wieder so ein Rüstungsviech. So. Und schade, kein Lightjump. Aber man kann nicht alles haben. Wer hat ja der da oben welches dabei? So, 44 mal Stein haben wir. Damit sollten wir ja schon mal ein bisschen was schaffen. Und dann bauen wir uns nämlich gleich schon mal eine kleine Basis. Huch. Zumindest schon mal eine kleine. Da wir uns ja mehr noch nicht leisten können. Beziehungsweise mehr ja auch noch gar nicht brauchen, davon mal ab. Wer kreucht denn da schon wieder bei uns unten rum? Das müssen wir hier nämlich auch noch zukriegen. Und da oben ja auch. Erwischen wir den so? Ja. Gib uns deine Hülle. Gibst du uns? Ich weiß es nicht, muss ich gleich ins Inventar gucken. Huch. Lad nach, lad nach. So. Jawohl, hier oben wird fleißig der Job getan. So. Mal gucken. So, Concrete Wall. Genau, damit würde ich das nämlich ganz gerne. Wir machen erstmal ordentlich. Hintergrund. Nö, den Hintergrund lassen wir jetzt erstmal so. Aber wir müssen das auch stützen alles. 12 sollten erstmal reichen. Und die Nacht ist wieder da. Ja, ja, die gute Nacht. Nehmen wir mal hier hin. So. Solange noch nichts da ist, gucke ich hier nochmal. Oh, eine Taschenlampe. Sehr schön. Und jetzt kann ich mir auch das Ding hier leisten. Das würde ich aber ganz gerne in die andere Richtung stellen. Kann ich das nicht umdrehen? Okay, ich wüsste jetzt gerade nicht wie, also lassen wir es mal hier so stehen. Jetzt, jetzt brauche ich aber noch eine Waffe. Okay, das ist ja schon mal gar nicht schlecht, aber ich müsste wissen, wie ich das drehen kann. Da habe ich nämlich gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier unten lebt doch noch irgendwas drin. Das will ich weghaben. Es darf nichts mehr leben. Achso, es war bloß ein dusseliger Fisch. Ach, warte, die kann ich mir auch gleich holen. Oh, mit der Taschenlampe, das ist ja großartig. Ich kann so schön gucken. Gott, voll das tollwütige Viech. Gucken. Oha, der hat mich sogar noch erwischt. Habe ich jetzt vielleicht schon drei davon? Ne, zwei erst. Und drei brauchte ich, ne? Ja, leider schon. Naja, vielleicht hat ja der da unten gleich noch was für uns. Ja, und wir haben auch die nächste Nacht überlebt. Die Nacht Nummer 3 war das jetzt? Ja, 3 war das jetzt. So, auf geht's nach unten. Oha. No! Jetzt bin ich tief gefallen. Okay,
Okay, da ist es mit dem Rückstoß jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber... Oh, 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 oh. Und so wie es aussieht, haben wir echt auch nichts bekommen. Und die haben uns hier alles kaputt gemacht, die Viecher. Alles kaputt gemacht. Ja, es ist also wirklich nicht so einfach mit so einer Basis. Bist du wieder ein Fisch oder was bist du hier unten? Ja. Tja. Naja gut, werden wir hier unten jetzt erstmal alles wieder heil machen. Huch, falsche Richtung. So. Dann werden wir hier unten jetzt erstmal schauen, dass wir das alles hier ein bisschen mal ausbauen, ne? So. Ach nee, ich muss hier hinten ja auch mal durch können. Das heißt, hier kommt... Genau, da kann ich durch. Und wir müssen die auch stützen. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil es sonst, glaube ich, ein bisschen schwierig wird. Oder? Oh nee, scheint eigentlich so ganz gut zu halten. Na, das ist ja nicht schlecht, ne? Gar nicht mal so schlecht. Hätten wir gar nicht so viele gebraucht. Die mache ich trotzdem lieber nochmal zwei hin. Einfach so zur Sicherheit. Dann kommt hier noch oben einer hin. So. Dann haben wir das alles hier recht schmal, aber ist auch gut so. Genau, dann kommen wir hier unten nämlich durch. Huch. Dann machen wir es hier einmal noch dicht. Und eigentlich können wir es hier, glaube ich, jetzt auch zumachen. Ach, da fangen sie ja oben an zu kratzen. Die sind gar nicht blöd, die Viecher. Naja, gut. So. Erledigt. So, auf Höhe Nummer 3 werden sie damit ja wohl nicht anfangen, ne? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, hier sichern wir es nochmal so ein bisschen. Okay. Großartig. Ich bin ein Meister. Ein Meister des... Ich weiß auch nicht. So. Da ist schon wieder der Fisch drin. Den lassen wir da jetzt auch mal drin. Wer so dusselig ist, der muss damit leben. So, hiervon mache ich mir jetzt nochmal ein paar. Denn bevor ich jetzt nach Kohle suche, werde ich jetzt mal gen Westen gehen. Einfach damit wir auch nochmal ein bisschen was hier von der Welt sehen erstmal. So, 15, ja. Und so können wir uns nämlich vielleicht nochmal zwischendurch eine kleine Basis aufbauen. So, oder nehme ich das Ding hier vielleicht mit? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Wenn ich das Ding mitnehme. So, mitgenommen. So. Damit wären wir jetzt recht gut bestückt. Achso, hier. Dich nehme mit und dich nehme mit, ganz wichtig. So. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal los. Vorsichtig. So, wenn wir dann nämlich hier wieder zurückkommen, dann hoffe ich, steht hier alles noch, so dass wir uns dann in Ruhe daran machen können, noch ein bisschen was Neues zu bauen und so, ohne dass wir uns in der Nacht fürchten müssen. Na, so. Aber immer noch kein drittes von diesen blöden Shell-Dingern. Das ist recht bedauerlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Rüstung hätte ich eigentlich schon gern. Ich fühle mich ein bisschen nackig so. Ach, und die Fische, die müssen wir einfach mal liegen lassen. Achso, hier war vorhin schon unser Absturz. Nehmen wir das... Das können wir auch auf dem Rückweg mitnehmen.
So. Dann mal gucken, ob wir hier die seltenen Pflanzen finden. Sie müssen ja irgendwie blau sein. Also wenn das Ding Blue Flower heißt, dann gehe ich davon aus, dass es blau ist. Ja, guck mal. Hat funktioniert, umschwimmen funktioniert. Wir sind friedlich. Wir lassen die armen Fische leben. Oha. Die sind rot. Oh, oh, ho, 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 ho. Und die sind giftig. Und hier haben wir einen Abgrund. Können wir irgendwie eine Brücke drüber bauen? Können wir das hier irgendwie stützen? Ja. Ich sollte auf die Umgebung achten. Okay, jetzt okay. Dann ist das gestürzt. Oh Gott, ich hoffe, ich stürze hier nicht in die Tiefe. Kommt schon wieder so ein dusseliges Viech. So, weg ist es. So, ich gehe hier mal kurz ein Stückchen nach unten, damit ich hier nochmal so ein drunter setzen kann. Hier nochmal und da. Ah, ne, langsam wird's eng. Okay, aber es hält noch. Es hält noch, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich weiß allerdings gerade nicht, wie ich das noch verstärken soll in die Richtung hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt hier mit den Stützen. Wenn ich das jetzt noch weiter halt nach links rüber und so stütze, ob das dann wirklich noch was bringt. Ich versuch's einfach mal. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Okay, es wird Nacht. Ich möchte hier gerne auf eine freiere Fläche. Und ich möchte ganz schnell hier meine beiden Freunde aufbauen. Oh Mann, das hier kann ich jetzt ja wieder nur in diese eine Richtung bauen. So, du kommst da hin. So. Sollte mir vielleicht mal eine kleine Höhle bauen. Aber jetzt ist das für diese Nacht zu spät. Hui, das ist nicht einfach hier. Aber ich glaube, zurzeit meistern wir das recht souverän. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten werden wir es gleich merken. Ich hätte natürlich auch mal die Lichter mitnehmen können, ne? Weil ich bin zwar nicht ganz ohne. Ich habe ja meine Taschenlampe, aber... Es wäre ja trotzdem recht geil gewesen, wenn man ein bisschen mehr sieht. Gerade noch am Nachladen. So, aber ich glaube, das klappt hier ganz gut. Vor allem, weil wir uns auch in die um die rechte Seite eigentlich kaum kümmern müssen. Weil das unsere Gatling Gun ganz gut hinkriegt, auch alleine. Einmal nachladen. Oh, und wir haben die Nacht überlebt. Wuhu!